Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Obststand 2 Box von Alex und Maxwell. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Obststand 2 von Alex und Maxwell, das Ganze heute am Freitag, den 28. Juni, erschienen. Wir werden mal die Folie abnehmen und uns das Ganze dann im Detail ansehen. So, einmal hier einschneiden. Und dann schauen wir uns das Ganze mal an. So, wir haben hier eine rechteckige Box im Querformat. Das hier ist eine Abdeckung, ein Zettel hier, der hier darüber ist. Hier oben lesen wir einmal 187, auf der rechten Seite Obstkiste 2, darunter Obststand Trusted 187, Alex und Maxwell Obststand 2. Inklusive der Hitsingle Haifisch Schnacks All Stars Ananas Express from Hamburg 187 Straßenbande. Jawohl, also wir erinnern uns, das erste Album Obststand Teil 1 kam ja im Juni 2015, vor ziemlich genau 4 Jahren. Und dementsprechend ist das hier, wie wir lesen können, Obstkiste 2. Rein von der Optik, von der Boxgestaltung gefällt mir das übertrieben gut, denn es ist einfach ein gelungenes Artwork. Der Name ist Programm, Obststand, Obstkiste und genau danach sieht die Box hier aus. Es sieht wirklich aus wie so eine von der Logistik, von dem ganzen Lieferweg schon etwas beschädigte Kartonbox. Hier in der Mitte eine gold-orange schimmernde Ananas mit einem entsprechenden Zettel versehen und dann hier auch dieses lila, dieses dunkellila Papier darunter. Also das sieht echt fein aus, kann man sich gut ins Regal stellen. Das macht auf jeden Fall was her. Hier lesen wir dann auch nochmal das Ganze, was wir schon von dem Zettel kennen. Auf der rechten Seite bzw. auf der Querseite ebenso. Was lesen wir hier noch? Ananas Express Hamburg Bogota in Kolumbien. Okay, alles klar. Dann haben wir hier noch die Obstkiste Inhaltsstoffe Hybrid Sativa Indica. Okay, also hier so verschiedene Drogensorten, die sich hier angeblich befinden in dieser Obstkiste. Okay. Gut, nachdem wir das alles zur Kenntnis genommen haben, machen wir das Ganze mal hier auf. Jawohl. Und kommen zum Inhalt. Wir haben hier einmal eine Pusher-Bag, so eine Umhängetasche, einen Duftbaum, einen Schlüsselanhänger, 1, 2 Sticker. Was haben wir hier? Das sind wahrscheinlich die Instrumentals, das Album, die Leak-EP und ein Gurtschoner. So sieht das Ganze von innen aus, glatt weiß. Wir sehen schon jede Menge Inhalt und ich glaube, sowas habe ich überhaupt noch nie bei einer Box gesehen, dass bis auf die Sticker ist wirklich jeder einzelne Inhalt in Folie verpackt. Also das ist echt heftig. Umweltfreundlich ist natürlich anders, aber somit haben wir dann mehr zu öffnen. Und ich verüble es Ihnen jetzt auch nicht, dass Sie da so viel Folie gemacht haben. Es wird seine Gründe haben. So, einmal die beiden Tonträger. Dann haben wir noch diese Instrumentals in der Papphülle. Ist die Frage, wo wir da am besten einstechen. So, Gurtschoner. Schlüsselanhänger. Duftbaum. Den Duftbaum hätte ich vielleicht noch nicht auspacken sollen, der riecht unfassbar stark.
Das ganze Zimmer riecht jetzt hier danach. Es riecht hier extrem nach Ananas. Also an alle, die die Box bestellt haben und vielleicht noch nicht ganz ausgepackt haben, lasst diesen Duftbaum in der Folie. Ich werde ihn auch gleich wieder in die Folie machen. Dann haben wir das Album. Und somit können wir dann endlich starten. So, dann machen wir mal Platz. Und los geht's. Wir haben hier das Album Obststand 2. Alex und Maxwell lesen wir rechts oben, hier unten eben Obststand 2. Die beiden Jungs hier auf diversen Kartons sitzend, sieht so aus wie so Schuhkartons, die hier entsprechend besprayt wurden und dann angeordnet wurden, dass das Ganze hier so eine Ananas ergibt. Narcotic Athletics am Start, Haifisch Snacks sowieso. Das Ganze kommt in einem regulären Jewel Case. Hier lesen wir Alex und Maxwell Obststand 2, darunter noch 187. Und auf der Rückseite haben wir dann die Tracklist. Also wir haben hier ums Eck, das ist auch spannend gelöst, das sieht man auch selten, haben hier die diversen Tracktitel. Also, wenn ich mich jetzt nicht verzählt habe oder wenn ich das hier richtig deute, haben wir 15 Tracks. Und wir haben hier jede Menge Features. Wir haben Features natürlich hauptsächlich Camp-intern, also Bones MC, Jesus, nochmals Bones, nochmals Bones, nochmals Bones, Jesus, Safia, Jesus, Gallonero, Bones, Safia, Gallonero, Safia, SDK, also ohne Ende Features, Credits und Barcode. Dann werfen wir mal einen Blick ins Booklet, das dürfte sehr dünn sein. Jawohl. Einmal hier Maxwell, einmal hier Alex, frisch am Obststand. Dann hier die beiden auf der Doppelseite und hier dann auch nochmal Ananas und sonstige Früchten im Überfluss. Credits, jawohl, so sieht das aus. Könnte man eventuell auch als Wendy-Cover verwenden, sieht auch sehr gelungen aus. Dann kommen wir zur CD, die ist auch sehr schön in dieser Ananas-Optik, also Violett und Gelb, echt eine sehr schöne Farbkombination. Alex und Maxwell Obststand 2, so sieht das aus. Hier kommt dann wieder das Box-Design, also von dieser Abdeckung der Box zum Vorschein. Da bin ich genug. Wir haben noch die Instrumentals zum Album, die kommen in einer Papphülle, Cover ident, nur der Zusatz hier Instrumentals. Auch hier wieder die Tracklist um die Ecke und ansonsten vom Design her genau wie das Album. So sieht dann die CD aus, Obststand 2, auch wieder in dieser Fruchtoptik, aber diesmal eben keine Ananas. Also Instrumentals in der Papphülle. Und dann haben wir noch ein zweites Jewel Case, und zwar beinhaltet dieses die EP, die Leak EP. Cover recht simpel, in Violett mit diesen pinken Aufdrucken. So sieht das aus. Und hier haben wir dann auch nochmal 12 Tracks. Features von Bones, Fatal, Bones, Jesus, Safia, Bones, Omikka und Bossa. Also 11 Tracks plus 15, das ist echt eine Menge. Generell für eine EP 11 Tracks, das ist echt Wahnsinn. Darunter wieder die Credits. Dann werfen wir mal einen Blick ins Booklet. Auch dieses hier wieder sehr dünn. Einmal hier die beiden abgebildet, so wie wir sie auch dann beim Duftbaum sehen werden. Superlemon lesen wir hier und hier dann auch nochmal Haifisch Nikes. Das Artwork der Single wurde ja, glaube ich, als erste Single des Albums ausgekoppelt. Dann haben wir mit dabei einen Schlüsselanhänger, den sogenannten Haifisch Schlüsselanhänger, also hier der Mercedes im Nike TN Design. Sehr schön, Rückseite hier mit 187 Straßenbande bedruckt und hier vorne eben in Violett, Weiß und Orange der Wagen. Kann man sich gut an den Schlüssel dran machen. Dann haben wir den Duftbaum. So sieht er aus. Also Alex mit Hund und Schusswaffe hier. Und auf der Rückseite dann Maxwell inklusive Hund und Schusswaffe. Ja, es riecht übertrieben nach Ananas. Ihr könnt euch nicht vorstellen. Also wirklich, seitdem ich das Ding hier ausgepackt habe, mein ganzes Zimmer riecht jetzt mittlerweile nach Ananas. Es ist unfassbar. Dann haben wir was dabei, was ich so überhaupt noch nie gesehen habe. Also gesehen habe schon, allerdings nicht in einer Box. Und zwar ein Gurtschoner.
Ananas Express 187 Straßmanne lesen wir hier. Der Gurtschoner ebenfalls in diesem Violett-Gelb gehalten. Sehr schön. Und dann haben wir hier ein Klettband und hier das Gegenstück. Bedeutet, ihr könnt das Ganze dann wirklich hier um euren Autogurt drum machen. Ganz wie ihr wollt. Fahrer, Beifahrer, wie euch beliebt. Und dann lesen wir hier noch. Importiert von Maximal Media OHG Hamburg 100% Polychloropren. Alles klar. 187 Straßenbande. Sticker sind ebenfalls mit dabei, zwei Stück, einmal hier im Querformat, Maxwell vor seinem dicken Mercedes samt Hund und hier dann auch nochmal Alex, ebenfalls vor seinem dicken Mercedes, natürlich beide Autos passend in Purple, in Violett, sehr schön, also Violett neben Schwarz und Rot meine absolute Lieblingsfarbe, deswegen das Artwork hier sehr gelungen in meinen Augen. Und als letzten Boxinhalt haben wir dann auch hier diese Pusher-Bag, diese Umhängetasche. Wir haben hier, wenn wir mal reinschauen, jawohl, einmal den Gurt. Packen wir auch gleich aus, damit ihr den vernünftig sehen könnt. So. Also, die Tasche an sich ist in Schwarz und Grau gehalten, hier komplett in diesem Ananas-Design. Dann haben wir hier einen Streifen Grün, Gelb, Violett, Gelb, Grün. Auch hier wieder die Ananas aufgestickt. Hier hinten einmal so ein Geheimfach quer. Hier ist auch noch jede Menge Platz. Dann hier das Hauptfach. Hier haben wir einmal einen Trenner drinnen, also so ein Teil in der Mitte. Und dann auch noch hier ein zusätzliches Fach hier mit Reißverschluss geschlossen, das hier so mit Netz ist. Dann haben wir auch noch einen Zettel. Was lesen wir denn hier? 100% Polyester importiert. Okay, also genau wie der Gurtschoner. Und vorne dann auch noch ein kleines Fächlein, ebenfalls hier zum Aufmachen. Ja, also da kriegt man auf jeden Fall einiges unter in dieser Tasche. Und diese Tasche kann man dann mit diesem Gurt hier entsprechend um den Hals, um die Schulter, um den Bauch, wo auch immer man möchte, tragen. Ananas Express lesen wir hier, ebenso auf der Rückseite in Gelb und Violett. Und das Ganze ist dann hier ausgestattet mit zwei so Plastikhaken. Also ihr könnt hier mit diesen Kunststoffhäkchen das Ganze hier dann einhängen und mit Hilfe dieses Teils hier dann natürlich Größen verstellen. Jawohl, das war's soweit. Wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal diese wunderbare Umhängetasche hier samt diesem Gurt. Dann die beiden Sticker, beide im Querformat, beide in dieser Hochglanzoptik. Der Gurtschoner im Ananas Express Design. Dieser Duftbaum beidseitig gestaltet. Ananas Geruch. Die Leak EP mit insgesamt 12 Tracks. Der Schlüsselanhänger im Nike TN Mercedes Design und dann natürlich noch die Instrumentals zum Album in der Papphülle, 15 Stück. Und natürlich das Album an sich im Jewel Case Obststand 2 mit 15 Tracks, kommen wir dann mit der Leak EP auf insgesamt 27 Tracks. Ja, das ist echt eine Menge. Das alles in dieser wunderbaren Box. Obststand 2 von Alex und Maxwell. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Alex und Maxwell unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.